Oh mein Gott, ist diese Musik nicht chillig, Leute? Das erinnert einen direkt an Weihnachten. Und was für geile Spiele da wieder rauskommen werden. Zum Beispiel Donkey Kong Country Returns Tropical... Ach nee, nicht Returns, sondern Tropical Freeze. Ja, das wird auf jeden Fall ein Highlight zu Weihnachten. So, und ich denke mal, wir gehen mal direkt in das Level, was wir im letzten Part mit dem Secret Exit aus dem ersten Level freigeschaltet haben. Nämlich das A-Level. Mal sehen, was uns dort erwartet. Ich bin sehr gespannt. Es könnte alles kommen. Ein Eislevel. Okay. Nice. Ich hole mir direkt meine Tanuki. Damit ich... Ich kriege ja direkt noch einen. Geil. Ja. Mal sehen. Oh, ja. Dann haben wir wieder diese Teile. Ich denke mal, ich brauche die auch mal irgendwann. Könnte jedenfalls gut sein. Wow. Oh, das ist jetzt aber neu, oder? Oh, da ist ein Stern. Sehr geil. Ich denke mal, ich muss da irgendwo hoch. Kann das sein? Nee, da passe ich nicht durch. Okay. Oh, noch einer. Immer da, wo diese Münzringe sind. Kann man da hoch? Weiß ich gerade nicht. Egal. Passt schon. Bestimmt kann man hier irgendwo rein. Tatsächlich. Okay, das ist krass. Ist hier noch irgendwas? Nö. Nur viele Münzen. Boah, hoffentlich kriege ich jetzt die Halbzeit oder so, sonst... Hole ich das andere Teil doch überhaupt nicht mehr ein. Ah, da ist es auch. Okay, gut. Aha, da hat es angelegt, das Teil. Wie ein Ruderboot. Nur eben aus Eis. Okay, das ist auf jeden Fall eine gute neue Idee. Da habe ich auch gar nichts gegen einzuwenden. Oh, oh, oh. Oh, 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 da ist die nächste Starcoin. Und hol sie. Boah, der Skiller wieder am Werk. Krass. Sehr gutes... Ah, der Skiller, ja genau. Ach, ich bin so ein Lügner. Ich bin so ein verdammter Lügner. So, können wir gleich mal hier Kohle absahen. Yeah, nice. So muss es sein, so. Egal, den brauche ich nicht mehr. So, oh, es geht noch weiter nach unten. Immer schön aufpassen. Oh, nö. Jetzt geht es hier wieder so weiter im Scrolling. Naja. Auch mal was Neues. Oh, warte mal. Ah, muss ich jetzt nach oben, oder wie? Mal gucken. Oh, ich will da nach oben, Mann. Oh mein Gott, was mache ich denn? Was mache ich? Hier brauchen wir das doch bestimmt irgendwo für, oder? Ach, komm schon. Dafür habe ich mich jetzt geopfert, oder wie? Ja, anscheinend. Komm, ich brauche die letzte Sternmünze. Gib sie mir. Sonst wäre es extremst scheiße. Dann müsste ich die euch nachzeigen. Na okay, so ein großes Problem ist das ja auch nicht. Man kann ja ganz leicht schneiden heutzutage, ne? Tada, da ist sie schon. Von daher habe ich noch weniger Arbeit. Gut. So, ist hier noch vielleicht irgendwo so ein kleiner Pilz oder so? Vielleicht hier noch. Gib sie mir. Schade. Hätte ja sein können, dass das ist wie genauso wie bei irgendeinem Castle oder so. Oh, aufgepasst. Da kann man auch noch runterfliegen. Aber jetzt muss ich hier echt hier mitschippern. So, und one up. Okay, das Level hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist wirklich immer geil. Also so eine Mischmasch-Welt. Immer eine neue Überraschung. Ach, und das führt uns sogar zu einer Kanone. Egal, die kommt erst ganz am Ende, wenn wir die Welt geschafft haben. Ich bin mir gerade noch nicht mal sicher. Gab es in Welt 4 eine Kanone? Keine Ahnung. Naja. Ja, ich kaufe mir mal alles frei. Auf jeden Fall. So. So. Und ich glaube, ich gehe da auch gleich mal direkt in eine rein. Denn halt das nächste Level ist ein Geisterhaus. Und ich... Wie ich mich so kenne, entweder schaffe ich das direkt, so ein Geisterhaus, oder ich brauche Jahre für sowas. Und deswegen bewaffne ich mich mal mit einem Tanuki hier. Auch wenn das gegen Geister nicht viel hilft. Naja. So, hier gibt es bestimmt auch wieder ein Secret Exit, so wie immer. Und ich bin mir gerade irgendwie sicher, dass ich... Boah. Dass ich da auch wieder länger für brauchen werde. Ach du Gott. Ach du Scheiße. Noch mit Spinnen. Das kann ja was werden.
So, den Tanuki noch holen. Boah, ey. Vielleicht da links schon. Rechts. Ach, ich will mit meinen Links-Rechts-Dingern, ey. So, schön nach oben. Boah, ey. Das sieht schon sehr schlimm aus hier. Hier könnte wieder irgendwie was sein. Und ich verpasse das dann wieder. Ach komm. Oh, da ist eine Sternmünze. Die können wir aber holen. Boah, die ist ja aber diesmal nett. Die ist ja wirklich nett. Diese Sternmünze. So, hier noch ein Wandsprung. Boah, geil, ey. Das ist sogar die erste. Und wie komme ich da dran? Hä? WTF? Wie komme ich denn da dran? Vielleicht irgendwie so? Ach komm. How the hell? Verstehe ich jetzt noch nicht. Warte, ich kann ja erstmal hochgehen. Hier vielleicht. Wenn ich da oben bin, dann kann ich nicht mehr dran. Hä, WTF? Wie komme ich da hin? Egal, ich gehe jetzt hier erstmal hoch. Ich habe nämlich keinen Plan. Oh. Wow. Geile Scheiße. Das können wir ja ganz schön absahen. Boah, das war jetzt eine Überraschung. Und gut, dass ich den Tanuki habe, ey. Wow. Wo geht's hier hin? Oh, ich glaube, ich weiß, wo der Secret Exit war. Da rechts. Da hat ein Pfeil hingezeigt. Boah, und jetzt geht hier auch noch das Wasser runter. Ich glaube, es hackt, ey. Okay, aber wenigstens weiß ich, glaube ich, wo der Secret Exit ist. Och, nö, du schon wieder. Och, Mann, dich hatten wir doch schon mal. Kannst du nicht einfach da bleiben, wo der Pfeffer wächst oder so? Hier vielleicht noch was? Nein. Nein, 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 nein. Boah, jetzt wird mir ja auch noch runtergezogen. Unten oder oben? Ich weiß es nicht. Scheiße. Hoffentlich gab es die dritte Starcom beim Secret Exit. Das wäre sehr geil. Dann müsste ich mich hier jetzt nicht ganz so anstrengen. Boah, ey, hoffentlich verpasse ich die nicht. Da ist sie sogar. Oh Gott. Immer schön cool bleiben. So, du bleibst da. Du bist nämlich ein verdammtes Sackgesicht. Oh Gott. Du bist ein Arschloch. So. Dritte Starcoin geholt. So, ich habe eine Idee, wo das Secret Exit ist. Und das sieht gut aus. Im ersten Versuch schon so gut. War es aber auch nicht ganz so schwierig. Boah, geil. Und sogar noch eine Schnapszahl. Yeah. Was gibt das denn wieder? Ein Pilzhaus oder so. Was? Wieder ein Regenbogenlevel? Ich weiß ja immer noch nicht, was diese Regenbogenlevel genau sind. Aber ich glaube, ich zeige das erst ganz am Ende. Ich glaube nämlich nicht, dass das richtige Level sind. Ich glaube nur, dass das so Bonus-Level sind. Sonst würde man die ja nicht nur mit der Schnapszahl holen können. Das wäre es ja noch. So. Ich weiß, wo der Secret Exit ist. So, und ich brauche dafür über den Tanuki, denke ich mal. Weil das ist sonst ziemlich schwierig. So, ich skill jetzt mal so ein bisschen hier, ne? Weil ich ja so ein Oberskiller bin. Bats. So, 5 Münzen dafür. Und, okay, so kommt man da also hoch. Boah, und wir kriegen noch einen Tanuki. Wow. Sparko, Alter, was ein Spaten. Komm doch. Komm. So, hoch und hoch. So. Okay. Dann los. Gib mir ein Secret Exit. Okay. Ja, 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 das wird er sein, ne? Das wird er sein. Das kann ja gar nichts anderes sein. So, dahinter. Was? Geil! Haben wir jetzt nochmal einen Bonus gefunden? Oder das war der Secret Exit, habe ich gerade gedacht. Aber ich glaube nicht, das war nur so ein Up-Bonus, dass man da nochmal guckt. Das war auf jeden Fall ein gutes Versteck. Das wäre mies gewesen. Hätten die praktisch ein Secret im Secret gemacht, sodass man mit der Tür dann wieder zurückkommt. Auf den normalen Weg und dann nur rechts der Secret Exit. Das wäre mies gewesen. So, gut gemacht. Sehr gut gemacht. Also das Geisterhaus immer im First Try mit allem. Sehr gut. Da kann ich mich ja gar nicht beschweren. Und wir sind erst bei 10 Minuten, Leute. Das ist Bombe, ist das. Das ist, krass. So, das zweite Level. Blume 2. Okay. Was, ein Fisch, der da schwimmen kann? Also, ich habe ja schon vieles gesehen. Oh Gott. Okay, kriegen wir auch noch einen Stern. Hier, komm her. Spring noch.
Komm doch her, ey. Oh, warte. Das mache ich lieber nicht. Oh, nö. Was tue ich denn hier? So, jetzt hol ich mir die Starcoin aber. Okay, nice. Warte, jetzt habe ich es verpennt. Boah, aber den Fisch habe ich dafür getroffen. Sehr gut. Und da sind wir wieder bei der Hälfte. Ah, die Blume nehme ich jetzt mal nicht. Oh, das könnte mies werden hier. Könnte aber auch so mal so eine Ranke sein, ne? Meistens ist ja so, dass Münzen oder Blöcke so Ranken andeuten. Ist auch sehr verstärkt in Super Luigi Wu aufgetreten. Auch ein weiterer Punkt, der die Schwierigkeit noch um viel steigert. Gutes Deutsch hier in dieser Part, Alter. Oh, da unten ist doch was. Was braucht man da? Den Tanuki braucht man. Das sollte no problem sein. Ja, doch. Big problem. Mit so einer Scheiße, ey. Okay, das war verkackt. Das war jetzt, nicht gut. Nee. Das war ganz und gar nicht gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man anders da hinkommen sollte. Nice. Direkt wollte er mich anspringen und dann habe ich ihm genau ins Face geschossen, Alter. So muss das sein. So, kriegen wir jetzt hier nochmal einen Tanuki irgendwo? Sonst weiß ich nämlich nicht, wie ich da hinkomme. Da habe ich doch keinen Plan. Vielleicht noch so einen Panzer oder so schmeißen? Ach nee, das ging auch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Ach so. Boah. Da hängt da auch noch so eine... Nee, das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Vielleicht so. Da kommt man nicht hin. Ich weiß, dass man da nicht hinkommt ohne Tanuki. Vielleicht kriege ich ja einen mit den roten Münzen. Das ist meine letzte Hoffnung jetzt gerade. Oh Gott. Ja, noch höher. Und zack, zack, zack. Und es gibt mir einen Tanuki. Schade. Ach nee, da hätte ich mich ja vorher noch einmal treffen lassen müssen. Naja. Und was ist jetzt hier? Noch was. Egal, dann haben wir die Sternmünze schon mal verpasst. Dann hole ich sie gleich mit Tanuki nach. Denn ich habe wirklich keinen Plan, wie man das sonst machen soll. Ey, scheiße. Habe ich jetzt verkackt? Bitte lass mich nicht verkacken. Lass mich nicht verkacken. Lass mich bitte. Not. Nein. Ich bewaffne mich jetzt wieder mit einem Tanuki, ey. Dann kann ich die zweite Sternmünze ja doch noch holen. Oh, das war wieder so scheiße. Das war wieder so übelst schlecht wieder, ne? So richtig schlecht. Aber ich weiß gerade echt nicht, wie ich... Hätte ich das besser machen können? Ja, ne? Mhm. Ja, natürlich hätte ich das besser machen können. So. Das zeige ich euch jetzt auch mal direkt. War ich bei dem Level? Ne, ich war beim unteren, ne? Ja. Da ist auch die Starcoin gespeichert. So. Sieht ja alles gleich aus hier auf der Overworld. So, zack. Du triffst mich jetzt nicht. Du bist so ein verdammter Wichsfisch. Komm her. Oh, direkt habe ich ihm gegeben, Alter. Richtig gut. So. Nein. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wie soll das denn bitte gehen? Das geht doch gar nicht. Aber vielleicht darf ich nicht an dieser Wand da so abrutschen. Ach, wo habe ich noch eine Pilzbude? In Welt 4 vielleicht. Nein. Alles abserviert hier. Ach. Gib mir jetzt sofort die Pilzbude. Ich brauche jetzt einen Tanuki. Ja, danke. Da ist noch eine. Mein letzter Versuch wahrscheinlich. Mein allerletzter. Sonst habe ich keinen Plan, wie ich die Starcoin holen soll. Ich habe wirklich keine Ahnung, ey. Das raubt zwar ganz schön Zeit. Da muss ich mich auch, glaube ich, für entschuldigen. Aber es geht irgendwie nicht anders. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich von einer anderen Stelle ausspringen und... Ah, falscher Weg, Mann, du Trottel. So.
Jetzt aber. So, bitte. Jetzt ist der Final Try gekommen. So. Komm her. Erst den Fisch töten, weil der richtig nervt. Boah, nice Timing, Alter. So, komm. So, wie soll das gehen? Ja, so nicht, Mann. So auch nicht. Aber wie denn sonst? Soll ich da an die Decke springen oder wie? Ich versuch's jetzt ohne. Ohne den Spaten. Wenn ich das schaffe, bin ich der Babbo, ey. So, komm her. Blume her. Dann darf ich den. Komm doch. Ja, wieder schön aufs Maul. So, gut, dass da Liliane kam. Das wäre ich nämlich schon im Arsch gewesen. So. Das geht doch gar nicht. Wie soll das denn gehen? Nee, jetzt mal ernsthaft, wie soll das denn gehen, bitte? Das geht doch überhaupt nicht. So vielleicht. Aber wie denn? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Wie soll das gehen? Jetzt krieg ich sogar den. Jetzt krieg ich das erste Mal den hier zu Gesicht. Und wisst ihr was? Ich nehme den sogar. Weil ich nämlich keinen Tanuki mehr krieg. Ich bin unbesiegbar jetzt mit dem Ding. Den gab's noch gar nicht. Das ist dieser Mega-Helfer-Ding da. Das ist jetzt echt eine Premiere, dass ich den nehme. Und der ist quasi unbesiegbar. Also, siehst du hier, ich kann einfach alles so weg. Hauen hier. Vielleicht ist es bei der Starcoin sogar ein bisschen. Ah, wieder so ein Kack. Ich komme da gar nicht hoch. Ich komme da überhaupt nicht hin. Ich weiß aber auch echt nicht, wie das gehen soll. So, gib mir den Scheiß Tanuki. Aber im Gift kann er natürlich sterben. Das ist schon echt armselig, was ich hier gerade betreibe. Aber pff, ich weiß es, aber. Ich weiß halt nicht, wie das geht. Ach. Nee, stimmt, ich hätte ja. Ich hätte fliegen können. Oh nö. Ich hätte doch einfach fliegen können. Ey Leute, sorry, dass ich euch jetzt gerade die Lebenszeit geraubt habe, aber. Also, dass ich eure Lebenszeit vergeudet habe. Mit so einer Scheiße. Ich hätte doch einfach mit dem Tanuki fliegen können und ich werde doch jetzt nicht sterben, oder? Wie hole ich die denn jetzt bitte? Das ist doch unmöglich, oder? Ja, natürlich ist das unmöglich. Ja, klar. Keine gute Entscheidung. Wenn man die dritte Starcoin braucht. Das ist jetzt echt bitter. So, was haben wir hier noch? Mann, trefft mich doch. Ich kann überhaupt nichts machen hier. Ah, doch, ich kann wohl was machen. Ich kann versuchen zu fliegen, aber habe ich genug Platz zum Ausholen? Nein, natürlich nicht. Das ist doch blöd. Das ist doch scheiße, ist es. Komm, kann ich mit tauschen? Ach, warum denn nicht? Ich will diese eine Starcoin jetzt auch nochmal richtig holen. Das ist jetzt scheiße. Das ist echt scheiße. Ich bin so schlecht einfach nur, ne? Und ich glaube, die meisten werden sich jetzt einen ablachen, ne? Komm her. So, in your face. Dim, 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 dim. Aber wie soll das denn bitte gehen? Das geht nicht. Ganz ehrlich, wie denn? Also, das geht nur mit normalem Tanuki? Ich scheiße jetzt auf die Starcoin. Auf die zweite. Ich hole mir jetzt nur noch die letzte. Oh Mann, ich bin aber auch ein Trottel, ey. Wieso habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich muss gerade auch sagen. Ich wollte. Boah, ey, ich will jetzt meinen Kopf am liebsten gegen die Tischkante wuchten, aber irgendwie. Wisst ihr, ich will das jetzt aber irgendwie schaffen. Diese eine Starcoin, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, ich weiß nur nicht wie. Ich weiß einfach nicht wie. Das ist einfach so jetzt. No plan. Das geht doch gar nicht.
So, man kann es ja nur mit dem Tanuki bringen. Aber das ist doch... Sorry für den kurzen Cut. Mein Vater hat mich mal wieder gestört. Obwohl er genau weiß, dass ich Let's Play. Finde ich ja immer sehr geil von meinem Vater. Ja. Das sind halt Eltern. Da kann man nichts machen. Aber gut. Naja, wie gesagt, ich scheiße jetzt gerade mal auf die zweite Starcoin, weil die einfach scheiße ist. Und dafür verkacke ich hier. Boah, ey. Oh, ey, ich mache nach dem Part erstmal eine ganz, ganz lange Pause, denke ich. Ich spiele das jetzt einfach nur noch durch. Zeig euch die beschissene Starcoin irgendwie. Oder? Nein, wisst ihr was? Ich hole sie einfach offscreen. Weil ihr wisst ja, wie man sie holt. Man nimmt sich einfach einen normalen Tanuki und fliegt dahin. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich weiß nicht, wie die anderen Let's Player das gemacht haben. Ich habe dazu ja noch kein wirkliches Let's Play geguckt. Aber das geht einfach irgendwie nicht. Sorry. Da müsst ihr euch jemand anders suchen, der euch das mal zeigt. Da habe ich echt keine Ahnung. Und gerade auch keinen Bock drauf. So, du bist erstmal weg. Das ist schon mal gut. So, dann jump ich hier rüber. Und darüber. Zack, die Starcoin geholt. Und haben wir endlich mal geschafft. Ja. Obwohl, ich hätte es ja schon schaffen können, aber dann hätte ich wieder eine Starcoin verpasst. Und das wäre ja... Oh, no. Ja, da ist es passiert. Mein Kopf ging gegen die Tischkante, weil ich einfach nur ein Volltrottel bin. So, Pilz. Boah, wisst ihr, wie sauer ich gerade bin? Wisst ihr das eigentlich? Könnt ihr euch das gerade irgendwie vorstellen, wie sauer ich jetzt bin? Ich kenne das Level schon auswendig und du bist so ein Spaten. Und du, Starcoin, ne? Du bist das alles schuld hier. Diese behinderte Sternmünze. Die hole ich sowas von offscreen, Leute. Einfach einen Tanuki schnappen und hinfliegen. Ich glaube, das muss man echt nicht nachzeigen. Boah, werde ich jetzt erstmal eine Pause machen und Kuchen fressen und was weiß ich nicht tun, damit das besser wird hier. Es tut mir wirklich leid, dieser Part ist scheiße geendet und wisst ihr, ich gehe jetzt auch gar kein Risiko mehr ein. Zack, ins Ziel, gut. Ja, und ich glaube, die Frage, ob es euch gefallen hat, erübrigt sich gerade, denn das ist einfach nur schlecht. Es lief so gut, es lief wirklich so gut. Und jetzt sowas. Ciao, Leute. Für alle die, die es noch interessiert, ist dieser kleine Clip noch. So wird's gemacht. Ciao. Endgültig.